So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zu einem Spezialwebinar heute zur Trading Psychologie, exklusiv hier für Tickmill. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, gleich vorweg, ich bin sehr froh, wieder hier sein zu dürfen. Besonders zu diesem Thema Trading Psychologie, weil es eins der in meinen Augen spannendsten Themen im Trading generell ist und eins, was mich im Laufe der letzten Jahre, im Laufe meiner Laufbahn, immer mehr und immer mehr und immer mehr begonnen hat zu faszinieren. Und ich habe jetzt vor kurzem, habe ich festgestellt, ich bin also wirklich ein Bücherwurm, das muss man schon sagen. Und das Buch, was mich im Grunde genommen meine gesamte Karriere mit begleitet, ist das Buch Market Wizards von Jack Schwager oder Magier der Märkte. Das eventuell hat es der eine oder andere schon gelesen. Falls nicht, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich werde im Laufe des Webinars heute übrigens auch diverse Bücher noch vorstellen. Und was mir aufgefallen ist, ist interessanterweise, dass ich nie das Interview mit Van Thart am Ende gelesen hatte. Und habe dieses dann ja, jetzt weiß ich nicht, vor, weiß ich nicht, 3, 4 Wochen oder so, habe ich das wirklich das allererste Mal gelesen, vollständig und habe es regelrecht verschlungen, was da an wirklich auch unfassbaren Informationen drin steckte wieder, die noch einmal das ergänzt haben, was man im Laufe der Zeit sich schon so erarbeitet hatte. Ist wirklich phänomenal und faszinierend. Und ja, also in diesem Zusammenhang ist es dann heute so, ich bin jetzt kein ausgebildeter Trading-Psychologe, aber ich bin auf jeden Fall jemand, der doch so die eine oder andere psychologische Stolperfalle, so nenne ich sie mal, in seinem Trading umschifft hat. Und ich habe mir interessanterweise immer zum Ziel gesetzt, dann wirklich daraus zu lernen. Und habe dann in diesem Zusammenhang auch begonnen, viel an Input eben zusammenzutragen. Und werde heute einfach davon einen Teil ein wenig präsentieren. Bevor wir starten, natürlich, wie gewohnt, zunächst einmal erstmal die erste Slide. Also das bin ich, falls man mich noch nie gesehen hat in irgendeiner Form. Und ich habe das Webinar heute einfach mal unter diesen Untertitel gestellt, also Trading Psychologie als Haupttitel und dann den Untertitel Stabilität im Trading beginnt im Kopf. Und was damit gemeint ist, das ist das, was wir jetzt im Laufe der kommenden 60 Minuten, wenn es dann sein, zusammen erarbeiten werden. Ganz wichtig natürlich vorweg, der Risikohinweis, der Hinweis darauf, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann, welcher nicht für jeden Anleger geeignet oder daher nicht für jeden Anleger geeignet ist. Übrigens, ich muss an der Stelle eine Ausbesserung dessen machen, was ich letzte Woche am Dienstag während des Live-Tradings gesagt habe. Nämlich, da sagte ich, das könnte, die Einlage kann auch hier überstiegen werden. Also die Verluste können die Einlage übersteigen. Das ist in der Tat nicht der Fall. Und zwar ist es bei Tickmill so, dass natürlich im Zuge der BaFin-Entscheidung bzw. der FCA-Entscheidung schon zum Ende des letzten Jahres hier eine Nachschusspflicht für Privatanleger ja nicht mehr stattfindet. Dann kam die ESMA-Entscheidung noch hinzu. Im Zuge dessen kommt es jetzt auch zu einer Hebelrestriktion. Aber Tickmill macht etwas sehr Interessantes. Tickmill bietet trotzdem, selbst wenn man sich professionalisieren lässt, lässt man hier die Kunden weiterhin keiner Nachschusspflicht unterliegen. Und das ist etwas, was ich vielleicht an der Stelle auf jeden Fall nochmal richtig stellen sollte. Und hier zusätzlich erwähnen, weil ich letzte Woche in dem Risikohinweis hier gesagt habe, dass das nicht so sei, was tatsächlich nicht der Fall ist. So, wichtig auch natürlich, bevor man mit dem Live-Trading beginnt, sollte man seine finanziellen Umstände, Risikoneigung, Erfahrungsstand, Handelsziele sorgfältig prüfen. Das ist übrigens ein ganz interessanter Hinweis, denn zwischen den Zeilen schwebt hier schon so ein wenig mit, was im Zusammenhang mit der Trading-Psychologie ganz, ganz wichtig ist und was von vielen interessanterweise unterschätzt wird. Und ja, natürlich ist es so, dass die folgenden Inhalte keine Aufforderung zum Handeln darstellen und ausschließlich informellen Zwecken sowie die Veranschaulichung und Weiterbildung eben dienen. Und so, damit wollen wir dann uns weiterbegeben. Wir könnten jetzt natürlich durch meine Vita gehen. Ich glaube aber nicht, dass das an der Stelle nötig ist. Falls das mal irgendwann gewünscht ist, dann schicke man einfach eine Mail an Tickmill und sage einfach Tickmill, die mögen mir mitteilen, dass ich das gerne mal etwas ausführlicher hier machen soll. Aber im Großen und Ganzen ist das nicht Thema des heutigen Abends, sondern wir wollen uns zunächst einmal tatsächlich mit den sogenannten drei Säulen des profitablen Tradings auseinandersetzen. Ich habe diese drei Säulen nicht unbedingt erdacht, aber nichtsdestotrotz habe ich mir früher oder später mal die Frage gestellt, wie kannst du mittels eines
ja, mittels eines möglichst einprägsamen Bildes es schaffen, deine Gedanken besser zu veranschaulichen, wenn es darum geht, Profitabilität im Trading eben zu definieren. Und zwar jetzt nicht nur rein mathematisch, sondern auf welchen Säulen das aufbauen sollte. Es gibt ja zum Beispiel eine Aussage, die sagt, Trading beginnt im Kopf und Trading ist zu 100% Psychologie. Diese Aussage ist meiner Erfahrung nach nicht haltbar. Fakt ist nämlich, Trading-Psychologie ist einer der Eckpfeiler und ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass die Trading-Psychologie eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt im Zusammenhang mit der Profitabilität im Trading. Und wir werden das auch gleich noch an einigen Beispielen natürlich visualisieren. Nichtsdestotrotz ist es so, dass dennoch auch natürlich ganz, ganz wichtig das Risiko und das Money Management hier in diesem Zusammenhang eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ja, das Wissen darum, was ist ein Payoff-Ratio, was ist ein Erwartungswert, den hatten wir gerade schon mal kurz erwähnt. Wie kann ich das Risk of Ruin simulieren, generell mit Simulationen arbeiten, hatten wir im Live-Training letzte Woche eine ganze Menge, wo dann auch die entsprechenden Kennzahlen ausgegeben worden sind, maximaler Drawdown, welche Möglichkeiten habe ich, diesen zu minimieren in meinem Trading. Offensichtlich ist es aber nötig, hier dennoch ein tiefgehendes Verständnis zu haben, welches dann eben mit zur Profitabilität im Trading beiträgt. Die Trading-Psychologie natürlich. Dann haben wir aber auch noch etwas, was von vielen tatsächlich nicht so fokussiert betrachtet wird, nämlich das Handeln einer vorteilhaften Handelsstrategie. Das hört sich jetzt im ersten Moment erstmal ziemlich, ziemlich interessant an, weil man logischerweise, also die Mehrzahl der, die hier Zuhörer jetzt an dieser Stelle werden sagen, Moment mal, na klar, es ist doch so, dass man eine Strategie braucht, die man eben dann entsprechend handelt und von der man weiß, dass sie einen Vorteil verspricht. Es ist aber tatsächlich nicht selten der Fall, dass besonders Privatanleger gar nicht über solch eine Strategie verfolgen, sondern sich einfach so ins Getümmel stürzen, wenn man möchte, und einfach drauf loshandeln und dann schon hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Hier eine Chance sehen, dann abdrücken, da eine Chance sehen, abdrücken. Der Stop wird im Grunde genommen, möchte man fast sagen, alibitechnisch in den Markt gelegt. Man hört in diversen Vorträgen, Webinaren, Seminaren, liest in Büchern und so weiter, das Setzen oder das Begrenzen von Verlusten ist so exorbitant wichtig. Nichtsdestotrotz ist es so, dass unterm Strich das nicht zwangsläufig bedeutet, dass man sich damit abgefunden hat, dass tatsächlich auch ein Verlust entstehen kann, der allerdings unterm Strich nicht dazu führt, dass man mit seinem Trading plötzlich unprofitabel wird, wenn das, was man tut, denn einen positiven Erwartungswert hat. Also wenn das, was man dort handelt, also die Strategie, wenn diese tatsächlich profitabel ist zum Beispiel. Und das ist eben etwas, was auch wieder im Kern auf die Trading-Psychologie tatsächlich zurückgeht, wo man jetzt bereits erkennt, wir lassen jetzt mal kurz das Dach hier aufsteigen, nämlich das ist das Dach profitables Trading, das auf diesen Säulen aufbaut. Was bei diesem Bild jetzt hier nicht so gut auffällt oder was offensichtlich nicht erkannt werden wird, ist, dass diese Säulen miteinander interagieren. Das heißt, diese Säulen stehen nicht alleine und man ist nicht dann, wenn man ein guter Risiko- und Money Manager ist, zum Beispiel, wenn man diese ganzen Begrifflichkeiten rund ums Payoff Ratio und dergleichen kennt, wenn man genau weiß, wie ist der Vorteil in seiner Handelsstrategie, dann kann ich das vielleicht noch sogar entsprechend optimieren, meine Positionsgröße zum Beispiel entsprechend bestimmen und der weiter und so weiter. Was dabei auffallen wird, ist, dass diese miteinander eben verwoben sind und zwar sehr eng, unterirdisch. Und dieses gesamte Gerüst könnte nicht stehen, wenn eine Säule fehlt. Bin ich ein Experte im Bereich Risiko-Money-Management und bin vielleicht auch mental stabil, ist das alles wunderbar. Nichtsdestotrotz, ohne eine entsprechend einen Vorteil versprechende Handelsstrategie wird es nichts werden. Genauso wenig, wie ich einen Risiko-Money-Management-Plan haben und dann entsprechend eine vorteilhafte Handelsstrategie, die ich, wie gesagt, auch ausgehend von den jeweiligen Kenntnissen aus Risiko-Money-Management-technischer Sicht beginnen kann zu optimieren, Positionsgröße dahingehend zu optimieren, dass man sagt, welche Positionsgröße gewährleistet, dass ich ein optimales Kapitalzuwachs, einen optimalen Kapitalzuwachs habe und zeigt gleich die Kapitalrücksätze, die sogenannten Drawdowns, möglichst klein ausfallen. All das mag wunderbar sein und in der Technik funktionieren. Nichtsdestotrotz, ohne die entsprechende mentale Stabilität werde ich auch dann unmöglich das Vertrauen in diese Strategie aufbauen können und diese Strategie durchhandeln. Und nun, jetzt ist es dann eben entsprechend so, weil wir uns heute auf die Trading-Psychologie hier fokussieren wollen, wollen wir uns mal Beispiele zum Zusammenspiel dieser Säulen, der Säule Trading-Psychologie mit den anderen Säulen zunächst einmal betrachten. Und wir beginnen hier an dieser Stelle mit dem Risk-Money-Management und der Trading-Psychologie. Ich habe es auch jetzt ganz bewusst erstmal ganz einfach gehalten. Das kann sich natürlich in vielerlei Facetten zeigen, dieses Zusammenspiel dieser zwei Säulen dann. Wir wollen uns daran machen, mit der Positionsgröße arbeiten, welche
offensichtlich Auswirkungen auf die mentale Verfassung hat. Und ich würde jetzt, wenn wir hier voneinander stehen würden, also wenn das jetzt ein Präsenzseminar wäre, wo ich auf einer Bühne stünde und Sie säßen im Publikum, dann würde ich sagen, wer von Ihnen kennt das nicht? Also hier schreibe ich, Sie kennen das, wer von Ihnen kennt das nicht? Wenn die Positionsgröße zu hoch ist, dann hat das ganz natürlich Auswirkungen auf das Befinden und verstärkt, ich habe es hier ganz bewusst menschlich natürlich unterstrichen und in Fett gehalten, das verstärkt die Tendenz, zum Beispiel vorschnell Gewinne mitzunehmen und Verluste laufen zu lassen. Der Grund dafür ist auch relativ einfach tatsächlich, denn Trading ist zunächst einmal etwas unfassbar Abstraktes. Und diese Abstraktion, die Trading mit sich bringt, die lässt uns wiederfinden, jeden Tag immer wieder aufs Neue, in Situationen, wo wir keinerlei Möglichkeiten haben, Parallelen zu bereits mal geschehenen Situationen in unserem täglichen Leben zu ziehen. Und das heißt, wir wabern so im Grunde genommen durch einen luftleeren Raum und sind im Grunde genommen ein Spielball unserer Emotionen und haben keinerlei Möglichkeiten, irgendwo mal eine Parallele zu ziehen. Das würde ich jetzt an der Stelle tun, zum Beispiel, wenn weiß ich nicht, die Position sich gegen mich entwickelt. Da gibt es ja, wie gesagt, diese ganz natürliche menschliche Tendenz, dass ich zum Beispiel Verluste an dieser Stelle laufen lasse. Genau das Gleiche, nicht zuzugreifen, wenn ein gewisser Gewinn aufgelaufen ist. Und zu sagen, okay, cash in the chips, das heißt also, ich nehme das Geld jetzt vom Tisch und ich nehme jetzt diesen kleinen Gewinn mit, sondern diesen Gewinn dann laufen zu lassen oder mit dem Ausstiegssystem, welches meine Handelsstrategie profitabel werden lässt und mit dem meine Handelsstrategie eventuell erst profitabel wird, dann auch dieses zu befolgen, sondern einfach einzugreifen in den jeweiligen Trade und wie gesagt, die Chips vom Tisch zu nehmen, so um jetzt mal in der Pokersprache vielleicht zu bleiben, oder beziehungsweise das Geld aus dem Trade herauszunehmen und entsprechend den Gewinn zu realisieren. Ich will es aber an einem anderen Beispiel vielleicht machen. Das ist noch viel, viel besser an der Stelle und illustriert das vielleicht noch ein bisschen besser. Einfach weil ich denke, das kann sich hier noch ein bisschen besser vorstellen. Gehen wir mal davon aus, wir haben einen ganz normalen 9-to-5-Job. Also das heißt, wir gehen ganz normal als Angestellte arbeiten und sagen wir mal, wir bekommen im Monat für unsere Bemühungen nach Abzug der Steuer und so weiter auf unser Konto 3.000 Euro überwiesen. Also Sozialversicherung weg und Steuer und so weiter und so weiter. Da haben wir also 3.000 Euro und das ist das, wovon wir dann entsprechend leben, wovon wir unsere Miete bezahlen, beziehungsweise Haus vielleicht abbezahlen oder wovon wir den Kühlschrank voll machen, generell unser Leben dann eben entsprechend finanzieren. Jetzt stellen wir uns in diesem Zusammenhang einfach mal vor, dass wir aus der Verwandtschaft erben. Von heute auf morgen von einem entfernten Verwandten, der uns in irgendeiner Form mit einem Erbe von 500.000 Euro bedenkt, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir vorher ein Tradingbuch, also zunächst einmal natürlich die Motivation haben zu sagen, weißt du was, ich will jetzt an die Börse gehen. Ich habe jetzt hier 500 Kilo rumliegen und jetzt will ich einfach mal an der Börse spekulieren. Ich will meinen Job an den Nagel hängen. Man ist vielleicht dann noch vernünftig und sagt, okay, nein, ich arbeite erstmal weiter, habe jetzt hier vielleicht so zwei, drei Ausbildungsseminare gemacht, was auch immer, habe ein Trainingbuch gelesen und der Handelsansatz, den ich hier umsetze, der sagt, pass auf, riskiere 1% deines Kapitals, dann hast du eben diese solide Kapitalkurve mit kleinen maximalen Drawdowns. 1% von 500.000 sind 5.000 Euro. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir einen Intraday-Handelsansatz zum Beispiel traden, also den ich letzte Woche vielleicht vorgestellt habe. Die Slide übrigens findet man in den Unterlagen, auch die Slides jetzt hier zur Trading-Psychologie. Und dieser Handelsansatz ist jetzt eine Strategie für den DAX auf die Handelsspanne zwischen 8 und 9:05 Uhr, in der man dann die sogenannte Open Range formuliert. Und dann guckt man sich das Hoch und das Tief an. Jetzt gehen wir einfach mal, damit wir einfach rechnen können, davon aus, dass wir eine Range haben hier von 50 Punkten. So, jetzt soll ich 5.000 Euro riskieren und habe 50 Punkte Stop beim Einstieg in den Trade, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen. Das bedeutet also etwas anders formuliert, dass ich offensichtlich 100 Kontrakte DAX kaufe. Das heißt also, ein Punkt entspricht 100 Euro Gegenbewegung. Jetzt werden wir in den Trade eingestoppt. Erinnern wir uns an letzte Woche, am Dienstag, da ist ja ein Verlusttrade entstanden. Wir werden in den Trade eingestoppt, der Markt beginnt sich gegen uns zu entwickeln. Wir haben 50 Punkte eigentlich Luft in dem Trade. Und jetzt hat der Markt plötzlich die Tendenz, 30 Punkte gegen uns zu laufen, was übrigens zügig passieren kann. Also das sind relativ
scharfe Marktbewegungen, die wir im DAX normalerweise kennen. Also, um es auch etwas anders zu formulieren, der DAX ist bekannt dafür, eine Zicke zu sein. Ja, es sind also keine sauberen, schön trendigen Bewegungen, die sich dann abzeichnen. Das kommt zwar vor, aber in der Mehrzahl der Fälle ist es dann doch eher ein ziemliches Biest, der DAX. Und dann wirst du in den Trade eingestoppt und plötzlich, kurz, der Markt läuft vielleicht mal 5, 6 Punkte für dich, plötzlich dreht er um und kommt scharf zurück in diese entsprechend definierte Open Range, läuft 30 Punkte gegen dich. Wir haben jetzt innerhalb dann von, sagen wir mal, 10 Minuten, um eine Zahl zu nennen, innerhalb von 10 Minuten 30 Punkte auf 100 Kontrakte verloren, was einem Gegenwert von 3000 Euro entspricht. 10 Minuten, dafür gehe ich normalerweise einen ganzen Monat arbeiten. Und ich denke, ich brauche an der Stelle gar nicht wirklich weiterzureden. Wir sind uns alle einig, dass das etwas mit uns machen wird. Genauso wie auch hier zum Beispiel ein Ausbruch aus der Range auf der Oberseite und dann einen, und das kommt ja auch vor, dass der DAX dann anfängt, scharfe Aufwärtsbewegungen zu initiieren. Ich könnte jetzt Beispiel von gestern zeigen, oder ich könnte ein Beispiel auch von heute zeigen, wo einfach ein scharfer Impuls plötzlich folgte, und wo wir dann 30 Punkte vorne liegen. Sagen wir mal tatsächlich sogar vielleicht innerhalb von 5 Minuten, vielleicht sogar weniger als das. Also einfach, weil dann so ein sogenanntes Squeeze-Bewegen auf den Weg gebracht wird. Dann liegen wir innerhalb von einem kurzen Zeitintervall plötzlich diese 3000 Euro vorne, für die wir nochmal normalerweise einen Monat arbeiten gehen. In diesem Moment haben wir eine natürliche Tendenz dazu, zu sagen, ich nehme jetzt die 3000 Euro mit, denn das ist normalerweise ein Monatslohn. Also wir fangen an, auch in Relationen zu denken. Und das ist etwas, was in unserem Trading unterm Strich ein großes Problem nach sich ziehen wird. Denn dieses Denken in Relation, beziehungsweise das dann dort die Chips vom Tisch nehmen, ist etwas, was unterm Strich unseren Handel insgesamt unprofitabel werden lässt. Wir müssen uns nämlich Folgendes vor Augen führen. Wir haben mit diesem Handelsansatz, so wie letzte Woche in diesem Backtest gezeigt, ich werde das gleich noch ein bisschen detaillierter aufschreiben. Ich will erstmal so ein bisschen in den Flow kommen, so sage ich mal. Es ist tatsächlich so, dass wir eine Trefferquote im betrachteten Intervall hatten von 42%. Ich habe gesagt, das ist vielleicht sogar ein Zeitintervall gewesen, wo die Trefferquote nicht ganz so gut war. Normalerweise liegen wir eigentlich so um die 45%. Guten Phasen kommen wir mal an die 50% gleich drüber, aber wir pendeln eigentlich so zwischen 45 bis 50% mit diesem Handelsansatz. Und man kann dann mathematisch zeigen, dass mit einem Auszahlungsverhältnis, was wir hätten in diesem Moment, wo wir den Markt 50 Punkte gegen uns laufen lassen und uns ausstoppen lassen, weil angenommen, wir arbeiten nicht mit sogenannten Alibi-Stops und ziehen die dann nach unten immer weiter weg, weil wir sagen, um Gottes Willen, jetzt liege ich 5000 Euro hinten oder vielleicht 4500 Euro, ich darf auf gar keinen Fall ausgestoppt werden, sondern wir arbeiten wirklich mit einem Stop, den wir dann auch reißen lassen. Auf der Kehrseite nehmen wir, wenn der Markt eben 30 Punkte für uns gelaufen ist, nehmen wir eben den Gewinn mit. Dann ist es ganz kurz und plump gesprochen eine Frage der Zeit, wenn das Konto platt ist, weil der Erwartungswert einer solchen Herangehensweise negativ ist. Und wenn der Erwartungswert negativ ist, bedeutet das, wir sind mit unserem Handel unprofitabel. Oder mit der Handelsstrategie, so wie wir sie umsetzen, sind wir unprofitabel. Also, das bedeutet etwas anderes. Eine adäquate Positionsgröße hat Auswirkungen schon auf die mentale Verfassung, beziehungsweise vielleicht sollte man an der Stelle lieber schreiben, eine inadäquate Positionsgröße hat Auswirkungen auf die mentale Verfassung, sollte sie zum Beispiel nicht zu unserem eigentlichen Lebensumfeld passen. Das bedeutet etwas anders formuliert, da fängt zum Beispiel schon eine Frage an, die wir uns stellen müssen, wenn wir planen zu traden. Ist das hier überhaupt eine Positionsgröße, mit der ich plane zu arbeiten, die zu mir passt und ausgehend von welcher ich nicht enorm nervös werde. Ich habe zum Beispiel auch im Bereich Coaching natürlich den einen oder anderen Studenten und ich kann sagen, das sind teilweise sehr erfolgreiche Geschäftsleute, die jetzt sagen, sie wollen einfach ein bisschen kürzer treten, sie möchten ins Leben, ich möchte das Leben genießen, in Anführungsstrichen, jetzt möchten einfach ein bisschen an der Börse, ein bisschen ruhiger von zu Hause, so am Rechner und so weiter, unabhängiger sein und dergleichen. Das ist insofern immer ganz schwierig dann zu sagen, das, was du hier vorhast mit dem Trading, das ist mit Abstand einer der kompliziertesten und härtesten selbstständigen Tätigkeiten, die du dir hast überhaupt aussuchen können. Ja, das wird alles bis jetzt da gewesen in den Schatten stellen. Das ist besonders deswegen schwer, weil ich als Anfang 30-Jähriger dann einem Anfang mit 50er teilweise im Grunde genommen, der schon deutlich mehr im Leben erlebt hat, wie ich, erzählen will, wie der Hase läuft. Du kommst dir ein bisschen komisch vor, aber es ist nun mal einfach so. Also es lässt sich ja nicht anders irgendwie formulieren. Es ist nun mal die Wahrheit. Es braucht dann seine Zeit, bis die dahinter steigen. Aber im ersten Moment gucken die dich manchmal etwas grimmiger auch an, weil sie sich dann denken, okay, Kleiner, pass auf, wir bezahlen dich zwar hierfür, aber nichtsdestotrotz erzähl mir nicht, wie das Leben funktioniert.
was ja nicht böswillig gemeint ist, aber ich hoffe, dass man nachvollziehen kann, worauf ich hinaus will, ja. Und das Interessante ist, dass ich da jetzt auch wieder jemanden hatte, der in der Tat dann massive Schwierigkeiten schon mit 100 € Verlust-Trades tatsächlich hatte. Also einer sehr stark ausgeprägten Verlustaversion unterliegt. Was das ist, werden wir gleich noch betrachten. Und das bedeutet also, selbst wenn das Summen sind, die eigentlich für diese Herrschaften verhältnismäßig klein sind und früher, ausgehend von den Umsätzen, die sie gefahren haben, beziehungsweise dem Geld, was sie verdient haben, das war vielleicht ein Trinkgeld, was sie einem freundlichen Bedienung gegeben haben oder sonst was, wenn sie abends mal irgendwo weg waren. Das ist auf einmal beim Trading etwas, was sie unglaublich persönlich nehmen. Und diese Frage für sich zu beantworten, was ist eine für mich adäquate Positionsgröße? Da fängt im Grunde genommen schon mentale Stabilität im Trading an. So. Wir haben jetzt noch eine dritte Säule gehabt, nämlich die Umsetzung der vorteilhaften, profitablen Handelsstrategie. Da gibt es auch etwas, was jeder wahrscheinlich kennt, der sich das jetzt hier gerade anschaut, nämlich das Hin- und Herspringen zwischen Handelsansätzen, besonders wenn mehrere Verluste in Folge auftreten. Es ist, oder sie, dieses Hin- und Herspringen, das resultiert aus einer Unsicherheit, die aus mangelndem Vertrauen herrührt, dass man nicht wirklich weiß, ob das, was ich dort plane, umzusetzen oder was ich umsetze, ob das tatsächlich langfristig auch funktioniert und wirklich profitabel ist. Beziehungsweise ich weiß nicht, was darf ich eigentlich unterm Strich erwarten, was dabei rauskommt. Nochmal, Trading ist ja was sehr Abstraktes. Und auch das Denken in Wahrscheinlichkeiten ist unglaublich abstrakt tatsächlich für uns. Das ist etwas, da werden wir gleich noch drauf hinaus fahren, ins Hinbewegen, so, wenn wir uns doch hinbewegen, nämlich zum Thema Glaubensgrundsätze in seinem Trading zu formulieren. Ich habe letzte Woche eine Simulation gefahren bei dem Live-Trading, die gezeigt hat, dass wir hier tatsächlich Verlustserien von 15 Trades in Folge hatten und mit denen umgehen müssen. Wenn ich dann jetzt mal drei Verlusttrades erleide mit solch einer Strategie, die wir, wie gesagt, formuliert haben, und die wir dort umgesetzt haben, dann ist das erstmal vollkommen normal. Nichtsdestotrotz kann man, und das kann ich auch sagen, ich selber habe meine Schwierigkeiten damit. Also wir werden heute noch zwei Trades uns betrachten. Den DAX zum Beispiel habe ich heute in einer kleinen Position von der Long-Seite getradet. Dabei ist ein Profit bei rausgekommen. Wenn jetzt gerade nicht einiges schiefgelaufen ist, ist Euro, japanischer Yen zum Beispiel ausgestoppt worden. Unterm Strich bleibt für den Tag ein kleiner Verlust. Eigentlich nicht besonders viel. Nichtsdestotrotz, ich weiß, beide Strategien sind profitabel. Ich weiß, dass ich mit diesem Handel, wenn ich das konstant weiter trade, einen Profit generieren werde. Nichtsdestotrotz ist es dennoch so, dass mich das frustriert. Also ich sitze dann auch manchmal hier und beiße in die Tischkante und denke mir, muss das denn jetzt sein? Auch vielleicht, weil man dann besonders glänzen möchte. Auch das kennt ja der ein oder andere. Trading ist ja auch etwas, wo man sich auch ein bisschen gesellschaftliche Anerkennung von verspricht. Ja, abends beim Tête-à-Tête irgendwie bei einem kleinen Martini auf einer Sonnenterrasse mit seiner besseren Hälfte und dann unterhält man sich mit einem anderen befreundeten Paar und dann kommt so die Frage, und was machst du? Und du sagst, Trader, ich bin Trader. Ich schiebe große Finanzbeträge über die globalen Finanzmärkte und ich bin einer von denen, über die man spricht abends in den Tagesthemen. Das ist natürlich überspitzt, aber das ist die gesellschaftliche Anerkennung und ist etwas, was jeder kennt. Und Fakt ist auf jeden Fall, dass daraus schon alleine, trotz des Wissens um diese Profitabilität der Handelsansätze und trotz der Fähigkeit, in Wahrscheinlichkeiten zu denken, resultiert daraus einfach mal, dass man trotzdem nach einem Verlust, nach zwei, drei Verlusten erst recht anfängt zu zweifeln, ist die Strategie überhaupt für mich geeignet? Und wenn ich das schon habe, als jemand, der diese Ansätze ohne Probleme durchhandeln kann und der dank einer Technik, die man induzieren rationalen Denkens nennt, in der Lage bin, trotzdem diesen Stiefel weiter durchzutraden, dann kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, wie schwierig es erstmal für jemanden ist, der sich ganz neu mit dieser Materie Trading auseinandersetzt und der versucht, hier Fuß zu fassen und dann nicht nach zwei, drei, vier Verlusttrades vollkommen wahnsinnig wird und sagt, die Strategie funktioniert nicht, ich muss unbedingt eine andere entsprechend handeln. Und wie gesagt, da können Simulationen eine sehr, sehr, sehr gute Rolle spielen in diesem Zusammenhang, um einfach eine Idee zu bekommen, wie viele Verlusttrades musst du eigentlich dort in der Lage sein, durchzustehen. Und wenn man dann eine Verlustserie von, sagen wir, 15 Trades in Folge hat, dann wird wieder ganz interessant der Bereich Risiko-Money-Management interessant, denn hier ist es dann wiederum so, dass natürlich die Positionsgröße so gewählt werden muss, dass ich selbst nach den 15 Trades nicht so wahnsinnig geworden bin, dass ich sage, der dann aufgelaufene Verlust, der übersteigt schon das Level, welches ich bereit bin, überhaupt in solch eine
in solch ein Projekt, so nenne ich es mal, wie Trading eben zu investieren. Und das gilt es eben, da sieht man auch vorteilhafte Handelsstrategie, Risiko-Money-Management, diese Säulen spielen alle miteinander zusammen und ergeben im Gesamten dann entsprechend die Profitabilität im Trading. So, das ist also nur mal eine Idee, wie diese Säule Trading-Psychologie mit seinen Pendants entsprechend interagiert. Ich möchte jetzt ein kleines Spiel spielen, eins, was ich immer sehr, sehr gerne spiele, und ich bin auch sehr gespannt auf das Ergebnis jetzt hier. Wobei ich eine Idee habe, in welche Richtung das geht. Ich habe dieses Spiel schon zigmal gespielt, immer wieder mit verschiedenem Publikum, und ich habe immer das gleiche Ergebnis erhalten. Und deswegen möchte ich das an der Stelle jetzt hier auch spielen. Die Formulierung menschlich natürlich habe ich gerade eben gewählt. Was heißt das? Was ist menschlich natürlich? Und ich möchte in dem Zusammenhang das Prinzip, ohne zu sehr in die Thematik einzusteigen. Wir können das gerne, falls der Wunsch besteht, auch zum Thema Behavioral Finance, ist das ein Spezialgebiet dessen, können wir das mal in einem gesonderten Webinar dann aufbereiten. Wir spielen heute nur das Spiel und möchte dann einfach mal wissen, was tippt ihr? Was ist euer Tipp? Spiel 1, Spiel 2, beide unabhängig voneinander. Ich werde jetzt zwei Optionen aufrufen, A und B. Und ihr schreibt einfach jetzt mal, nachdem ihr hier nach Spiel 1 entsprechend A und B gelesen habt, schreibt einfach mal in die Chatbox A oder B. Das reicht völlig aus. Sagt einfach A oder B. Und sobald dann ein entsprechendes Size zusammengekommen ist, also Sample Size, das heißt also Ergebnisse eingetippt worden sind, dann spielen wir Spiel 2. Okay? Also, wir wählen zwischen den folgenden zwei Optionen. Option 1. Sie erhalten jetzt, hier und sofort sicher von mir 900 Euro. Das heißt, wir sagen jetzt einfach, wir spielen ein Spiel, zwei Möglichkeiten, du kriegst jetzt hier safe von mir 900 Euro geschenkt. Oder zweite Option, Sie haben hier und jetzt die 90-prozentige Chance, 1000 Euro zu gewinnen, aber auch eine 10-prozentige Chance, nichts zu bekommen. Frage. Welche Option wählen Sie? Einfach mal in die Chatbox reinstellen, A oder B. Ja. So, ich kann sagen, ich muss mir jetzt ganz kurz hier mal erzählen, das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Gesamtantworten und wir haben 6 zu 4. Steht 6 zu 4 für A. Phänomenal. Ich werde gleich sagen, warum. Okay, 6 zu 4. Das notieren wir uns ganz kurz. Ich schreibe mir das auf. Jetzt, wir spielen Spiel 2. Im Grunde genommen eigentlich das gleiche Spiel. Wir wählen wieder zwischen zwei Optionen. A, jetzt, hier und sofort 900 Euro, aber nicht geschenkt bekommen, sondern mir geben müssen. Also jetzt sofort 900 Euro verloren. Oder Sie haben hier und jetzt die 90-prozentige Chance, 1000 Euro zu verlieren, also mir 1000 Euro geben zu müssen, aber folglich auch eine 10-prozentige Chance, nichts zu verlieren. Also das heißt, wir gehen einfach pari nach Hause. Welche Option wählen Sie? Oh, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Das ist interessant. Okay, also kurz noch einen Blick. Ich wollte es noch mal ganz kurz hier nach oben, damit ich genau den Abschnitt habe. So, also wir haben 4, 8, wir haben wieder 10. Und von den 10 haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 haben wieder Option A genommen und 4 folglich Option B. Das ist das erste Mal. Das ist heute eine Premiere. Das ist das allererste Mal, dass in Spiel B dieses Ergebnis bei rausgekommen ist. Also das krasseste Ergebnis, was ich mal bei Spiel B hatte, das waren 100 Leute ungefähr über den Daumen gepeilt. Und da hat sich eine Person, eine einzige Person für Option A gemeldet und alle anderen für Option B. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist jetzt Folgendes, nämlich dieses
Besonders in Spiel 1 tatsächlich. In Spiel 2 nicht. Aber in Spiel 1 spiegelt sich sehr, sehr schön diese Verlustaversion wieder. Warum? Wir könnten das aufs Trading übertragen. Ich könnte das jetzt mit einer Grafik zeigen. Und es ist so, dass wir ganz offensichtlich hier im Spiel 1, wenn es ums Gewinnen geht, die sichere Option vorziehen. Wir nehmen die sichere Option und sagen, wir nehmen jetzt hier die 900 Euro. Wir pokern also nicht darauf, dass eben entsprechend ein größerer Gewinn entsteht. Das ist etwas, was gemeinhin, dazu könnte ich jetzt auch eine Grafik aufrufen, die habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber die illustriert das sehr, sehr schön. Das ist eine natürliche menschliche Tendenz, tatsächlich, dass wir im Gewinnfall eher zugreifen, den Gewinn vom Tisch nehmen oder beziehungsweise dann den sich abzeichnenden Gewinn eben einsacken, ja, im Fall eines Trades. Und im Fall B ist es tatsächlich so, dass normalerweise in der Mehrzahl der Fälle Option B gewählt wird. Warum? Weil man sagt, naja, 100 Euro mehr Verlust oder nicht, das spielt dir jetzt keine Rolle. Aber wir haben wenigstens eine 10%ige Chance, nichts zu verlieren. Und diese eine Chance, die nehmen wir. Warum? Weil Verlieren beim Trading, wie wir alle wissen, wehtut. Es ist einfach ein Schmerz, ein Verlustschmerz, der tatsächlich, und da gibt es eine Ausarbeitung, ich werde gleich einen Buchtitel übrigens dazu vorschlagen oder empfehlen. Das ist etwas, die ist ungefähr zweimal so stark wie das Freude verspüren im Falle eines Gewinns. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist jetzt eben, dass wir hier das Ergebnis 6 zu 4 haben, denn offensichtlich sitzen hier mehr Leute im Publikum, die sagen, ich bin bereit, einfach den Schmerz zu akzeptieren, ich mache einen Cut und gut ist. Das ist eine Eigenschaft, bewahren Sie sich diese. Ja? Das kann ich nur an der Stelle empfehlen. Das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft dieses sich zu bewahren. Dieses Spiel illustriert, wie gesagt, normalerweise und bis jetzt, das ist heute eine Premiere, es war noch nie der Fall, dass hier die Mehrzahl Option A gewählt hat. Normalerweise geht die menschliche Tendenz dahin, dass Option B gewählt wird. Also das heißt, dass man diesen Verlust laufen lässt, an der Stelle einfach, dass man sagt, naja, komm, der Hunderter mehr oder weniger, der spielt jetzt keine Rolle. Und genau das ist dann eben genau diese Tendenz zum Verluste laufen lassen, während man Gewinner schnell mitnimmt. Also komplett das Gegenteil von dem tut, was man eigentlich von so vielen Trader-Größen immer wieder ja, als großes Geheimnis in Anführungsstrichen verkauft bekommt, wenn es das heißt, was ist denn die Basis, was ist der Grund für die Profitabilität im Trading? Und diese erfolgreichen Trader, weil viele Jahre erfolgreichen Trader sagen, naja, lass deine Gewinner laufen und begrenze deine Verluste. Das ist so eine Floskel und irgendwie nimmt die auch keiner mehr wirklich für voll, weil es so trivial klingt. Aber im Kern ist genau dieses Spiel, was wir jetzt hier gerade gespielt haben, genau im Kern ist das etwas, was sich dort so wunderbar widerspiegelt und warum es vielen so schwer fällt, tatsächlich diese Gewinner laufen zu lassen und die Verluste zu begrenzen. Gut, also das einfach, damit man jetzt so eine Idee davon bekommt, was ist unter menschlich natürlich zu verstehen und wie natürlich von mir versprochen, habe ich hier auch bereits, das ist die Webseite, zu der wir gleich kommen, zum Trading-psychologischen Profil, aber Moment, hier, dieses Buch schon mal vorbereitet, ein phänomenal großartiges Buch. Ich musste mal ein schallendes Gelächter mir anhören, möchte ich schon fast sagen. Und zwar, Moment, ich muss mal kurz schauen. An alle. Ah, hier, okay, da müsste das gehen. Schnelles Denken, langsames Denken. Und ich mache mir jetzt ganz kurz Folgendes. Kurzen Augenblick. Ich kürze mal den Link, nicht, dass das da so ein monströses Teil ist. Ich habe hier so einen Link. Kürzer. Eine Webseite offen, kurzen Augenblick. Dieses Buch habe ich tatsächlich schon mehrere Male gelesen, unter anderem auch in meinen Flitterwochen. Ja, wenn man da jetzt dann so am Strand sitzt und so, und da habe ich tatsächlich, habe ich hier dieses Buch einfach gelesen. Ich habe jetzt gerade an alle das rausgesendet. Also das müsste bei allen angekommen sein, der Link. Und das ist auch tatsächlich erschwinglich. Also es ist ein richtiger Wälzer, 600 Seiten und mehr, kostet irgendwie 10 Euro, irgendwie sowas. Ist ein vielleicht das beste Trading-Buch zum Thema Trading-Psychologie, was es gibt. Also muss man wirklich so sagen, hört sich jetzt seltsam an, weil es hat auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Trading zu tun. Es erklärt aber wunderbar diese sogenannten kognitiven Verzerrungen und ist eine super Einführung in das Thema Behavioral Finance, die, wie gesagt, auch in der Tat genau dieses Spiel hier thematisiert und das wunderbar erklärt, wo diese Verlustaversion herkommt, aber auch andere kognitive Verzerrungen super erklärt, wie zum Beispiel eine Kontrollillusion, vorhersagen zu können, wohin es für den Markt geht und dergleichen. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Das ist ein Spezialgebiet der Trading-Psychologie. Wir wollen an der Stelle uns, wie gesagt, jetzt auf
die mentale Stabilität hier fokussieren und worauf die Frage widmen, worauf baut ein solides mentales Gerüst beim Trading auf. Wie gesagt, diesen Buchtipp, besonders vielleicht jetzt, kurz vor, bevor man in den Urlaub fährt, ist das vielleicht eine ganz, ganz feine Sache, sich das Buch noch relativ schnell bestellen. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat vielleicht sogar dieses Amazon Prime, wo das ja innerhalb von 24 Stunden dann bei einem ist. Kann man super gut in den Urlaub mitnehmen. Ist ein Genuss, dieses Buch zu lesen, weil man auch sich in vielen Situationen, die dort geschildert werden, die super gut erklärt werden, also nicht nur ein wissenschaftlicher Aspekt, der aber übrigens auch wunderbar zeigt, dass zum Beispiel die Tendenz bei diesem Spiel A ungefähr bei 6 zu 4 liegt aus 10 Befragten, also 60% zu 40%, während eigentlich die Tendenz bei Spiel 2 2 zu 8 ist, also das heißt 80% sich für Option B entscheiden. Deswegen ist das sehr interessant, dass bei Spiel A wiederum zum Beispiel 6 zu 4 rausgekommen ist. Das kann natürlich reiner Zufall sein, statistische Signifikanz und dergleichen, klar, aber Fakt ist auf jeden Fall, es wird in dem Buch ebenfalls zum Thema gemacht und es ist einfach super, super spannendes Buch zu lesen, um auch seinen Horizont dahingehend zu erweitern, sich selber vielleicht besser zu verstehen im Trading. Warum tut man dieses oder jenes in seinem Trading? So, also wir widmen uns jetzt der Frage, worauf baut ein solides mentales Gerüst beim Trading auf? Und in diesem Zusammenhang, man kann jetzt hier schon einen kleinen Stern erkennen, den habe ich hier parallel auf eine Slide geschrieben, den werde ich jetzt vorlesen, weil der hätte hier nicht drauf gepasst. Und da kommen wir nämlich zu einem zweiten sehr, sehr guten Buch zum Thema Trading Psychologie, bedauerlicherweise aber nur meines Wissens in Englisch verfügbar und auch nur ganz selten verfügbar. Also ich bin einer der Glücklichen, die dieses Buch haben sich sichern können, beziehungsweise gesichert bekommen haben. Also tatsächlich haben irgendwie meine Eltern das auf die Beine gekriegt, auf die Beine gestellt bekommen, dieses Buch zu organisieren und haben es mir zum letzten Weihnachtsfest geschenkt. Ich kann es nur weiterempfehlen. Von einem gewissen Mark Douglas ist das. Ja, aber dazu gleich. Zunächst einmal, wie gesagt, zu diesem sogenannten Glaubensgrundsatz, den ich gerade schon mal angerissen habe. Sie müssen für sich einen Glaubensgrundsatz formulieren, dass das Ziel beim Trading das Erreichen der sogenannten unbewussten Kompetenz ist. Das heißt, aus dem Bereich des optimalen Erregungsniveaus heraus seinen Handelsansatz einfach durchzuhandeln. Und den Prozess, den man dabei läuft, der schaut so aus. Man läuft dann von der unbewussten Inkompetenz, also von dem Stadium, wo man nicht weiß, dass man nichts weiß. Also, oder anders formuliert, jemand, der ganz neu mit dem Thema Trading in Kontakt kommt, der geht an die Sache total naiv ran und sagt, naja, was ist denn bitte so schwer daran, einfach unten zu kaufen und oben zu verkaufen? Er weiß gar nicht um die Komplexität und mit welchen Kräften er es dort zu tun bekommt. Davon hat er überhaupt gar keine Ahnung. Und genau das ist übrigens auch das Interessante. Es gibt ja dann immer diese Formulierung Anfängerglück. Das ist tatsächlich kein Anfängerglück, sondern da kann man wunderbar erkennen, dass Trading und Erfolg beim Trading auf tatsächlich einem soliden mentalen Grundgerüst basiert, welches Angst zwar erlaubt, aber in der Lage ist, Angst in die richtigen Kanäle zu setzen. Also sprich, etwas anders formuliert, ein Anfänger, der nicht weiß, dass er nichts weiß, geht vollkommen angstfrei an die Thematik Trading ran und drückt einfach auf den Knopf und kauft oder verkauft, je nachdem, geht long, geht short. Und genau dann hat er eben Glück, in Anführungsstrichen, ohne jetzt eine Handelsstrategie zu haben und liegt einfach auf der richtigen Seite der Varianz und wacht auf der auf und sieht, dass der Trade, den er dort abgedrückt hat, einfach einen Gewinn abgeworfen hat. Im Stadium der bewussten Inkompetenz, das ist dann, wenn man plötzlich realisiert hat, dass es da doch ein bisschen mehr zu geben scheint und dass man realisiert, dass man nichts weiß, genau da fängt dann die Angst an. Das ist dann nach den ersten Verlusttrades und die wiederum machen es unfassbar schwer, auf den Knopf zu drücken. Genau diese Leichtigkeit, die der Anfänger hatte, weil er nicht wusste, dass er nichts weiß und einfach draufgedrückt hat, die ist verschwunden, weil man sich schon die ersten Narben im Trading geholt hat. Und diese bewusste Inkompetenz ist das nächste Stadium. Wir gehen daran in einer Art und Weise, wie wir sie in der Schule auch genauso vermittelt bekommen. Nämlich, wir sagen, naja, viel hilft viel. Das heißt also, in der Schule war es immer so, wenn man jetzt eine schlechte Note geschrieben hat, musste man halt mehr lernen, musste sich auf den Hosenboden setzen und dann musste man seinen Wissensschatz möglichst breit aufstellen, um eben auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet zu sein, alle Fragen, die der Lehrer einem stellt, beantworten zu können. Und genau das ist auch etwas, was dann tatsächlich viele, die sich mit der Thematik Trading auseinandersetzen, tun. Sie setzen sich hin und sie fangen an, alles in sich reinzuschaufeln, an
Wissen an Büchern, an Webinaren, an Seminaren, was sie irgendwie irgendwo finden können. Das ist der Moment, wo der Chart aussieht wie ein bunter Eimer Knete. Das ist ein riesiges Wirrwarr von verschiedensten Indikatoren, die da reingeschüttet werden, weil man einfach versucht, dadurch eine Sicherheit zu generieren, weil man all diese Schwierigkeiten, die man hier dann hatte in dem Bereich der unbewussten Inkompetenz oder bis dato erlebt hat, auch vielleicht schon im Bereich der bewussten Inkompetenz, all das, was dort an Schmerzen durch Verlusttrades generiert worden ist, weil man das vermeiden möchte in Zukunft. Man versucht dann eine Sicherheit zu erlangen und dadurch eben den Chart, überlädt man den Chart mit eben diesen ganzen Indikatoren, weil man sich aus diesen verspricht, dass sie, wenn sie genau perfekt zusammenspielen und abgestimmt sind, dazu führen, dass das nächste Ergebnis bestimmt ein positives sein wird im Trading. Dann ist es so, dass wir eine bewusste Kompetenz erlangen. Das ist dann genau das, wo wir realisieren, worum es beim Trading geht. Ja, und worauf Profitabilität eben entsprechend aufbaut. Und es ist eben etwas, was hier diesen Glaubensgrundsatz dann kennzeichnet. Also Mark Douglas, zu dem sagte ich ja, werde ich gleich das Buch, werde ich noch vorstellen. Ich stelle auch den Link dann wieder zu Amazon rein. Das Buch, auf das ich mich jetzt hier beziehe, das heißt Trading in the Zone. Master the Market with Confidence, Discipline and a Winning Attitude. Also meistern Sie den Markt mit Selbstbewusstsein, Disziplin und einer Gewinnerattitüde. Und Douglas macht in dem Buch Folgendes. Er präsentiert einen Gedanken, der wie folgt klingt, nämlich, dass es für das professionelle und das profitable Trading einen Glaubensgrundsatz zu verinnerlichen gilt, also etwas, was man wirklich glaubt, ja, das einhergeht mit einem oder der Glaubensgrundsatz, der einhergeht mit den grundlegenden Prinzipien eines auf Wahrscheinlichkeiten basierenden Umfelds. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komplex an, ist aber in der Tat relativ einfach. Es geht darum, und dazu habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, nämlich ich hatte die DAX-Strategie schon mal ein bisschen auseinandergenommen, nochmal mit den Input-Parametern der vergangenen Woche. Er zeigt dann an dieser oder er sagt an dieser Stelle, wir müssen uns vor Augen führen, dass es für uns jetzt gilt, eine Handelsstrategie zu traden, die eben bestimmte Parameter verspricht, die unterm Strich aber zur Profitabilität führen. Also sprich, er sagt im Endeffekt nichts anderes, als dass wir begreifen müssen, dass Profitabilität im Trading aus einem sogenannten positiven Erwartungswert besteht. So, das ist nicht umsonst so, dass ich immer wieder sage, dass der Erwartungswert die wichtigste Formel ist, die es für einen Trader, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, ist völlig egal, zu verinnerlichen gilt und zu verstehen gilt, dass das der Kern profitablen Tradings ist. So, kurzen Augenblick. Durchschnittlicher Verlust. So. Und das Ganze muss größer 0 sein. So, was wir jetzt machen können, wäre zum Beispiel, dass wir einfach hier den Erwartungswert ausrechnen. EW kürze ich jetzt mal ab und dann setzen wir da einfach die Trefferquote rein, dann haben wir 42%. Wir multiplizieren das hier an der Stelle mit diesen 1,57. Das ist der durchschnittliche Gewinn. Ja, wir könnten das auch mit den 157 Euro multiplizieren, aber wir wollen das möglichst neutral halten. Und wir ziehen davon dann die 58% ab, die wir auf der falschen Seite gelegen haben, multiplizieren das wieder mit dem durchschnittlichen Verlust gleich 1. Und erhalten dann unterm Strich ein Ergebnis, was roundabout bei 8 Cent pro riskiertem Euro liegt, was größer 0 ist und was bedeutet, dass wir pro riskiertem Euro entsprechend einen Gewinn generieren. So. Jetzt ist es tatsächlich so, dass das, was Douglas sagt, bedeutet, dass wir verstehen müssen, dass es offensichtlich zum Beispiel nicht notwendig ist, eine Trefferquote zu haben, die größer 50% ist, um in seinem Trading profitabel zu sein. Oder anders formuliert, wie ich es gerade schon mal sagte, in der Lage zu sein, vorherzusagen, wo es für den Markt hingeht. Das müssen wir nicht. Wir können dank dann der Tatsache, dass wir zum Beispiel unsere Gewinner laufen lassen, durchschnittlich also große Gewinner produzieren und durchschnittlich kleine Verluste produzieren, also mit Stops arbeiten, die nicht nur Alibi-Funktionen haben, sondern die auch tatsächlich dann, wenn der Vorteil, so wie wir ihn für unseren Handelsansatz benötigen, nicht mehr gegeben ist, dass wir diese Stops dann eben auch reißen lassen und dass wir den Verlust akzeptieren, der daraus erwächst. Das heißt also, wir können dann auch mit einer Verlustquote größer 50% dann Umkehrschluss profitabel am Markt agieren. Das bedeutet aber zum Beispiel auch,
dass Douglas zum Beispiel sagt, mal angenommen, man hätte einen Handelsansatz von 70, eine Trefferquote bei einem Handelsansatz von 70%, dann tendiert der Mensch ganz natürlich dazu, zu erwarten, dass der nächste Trade ein Gewinner ist, weil er ja eine Mehrzahl der Fälle gewinnt und 70% ist auf jeden Fall kaufmännisch gerundet fast 100%, ja, weil 7 wird ja dann auf die, in dem Fall 100% auf, und deswegen ist es ein sicherer Gewinner. Genau daraus wächst aber interessanterweise die Erwartungshaltung, die dann natürlich in dem Fall im Schnitt 3 von 10 Fällen enttäuscht wird, die wiederum dazu führt, dass diese Enttäuschung beginnt sich aufzustauen, aufzubauen und dazu dann führt, dass man beginnt, irrationale Entscheidungen zu treffen, die dann zum Beispiel wiederum ihren Katalysator finden in diesen sogenannten kognitiven Verzerrungen, die wir gerade illustriert haben. Also hier sieht man das ganz offensichtlich, dieses, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen darf, aber dieses Reptiliengehirn, diese ganz natürlichen menschlichen Instinkte, die da hervorgerufen werden, wie zum Beispiel auf einen Angriff, entweder zum Beispiel mit einem Gegenangriff, mit Flucht oder mit Erstarren zu reagieren, was wir auch kennen aus unserem Trading. Diese tatsächlich versuchen in den Griff zu bekommen. Das ist etwas, was eben hier, also dieser natürliche menschliche Impuls, sage ich mal, das ist das, was eben genau diesem Denken in Wahrscheinlichkeiten, den Douglas eben in seinem Buch hier proklamiert und den es für einen erfolgreichen, profitablen Trader zu verinnerlichen gilt, der ihm da in diesem Zusammenhang einfach entgegensteht. Warum gehe ich darauf so detailliert ein? Wir waren auch bei der bewussten Kompetenz. Das mache ich deswegen, weil wir in diesem Stadium das bereits begonnen haben zu akzeptieren. Wir wissen, dass wir den Markt nicht vorhersagen können und wir müssen uns gemeinhin aber dennoch das ein oder andere Mal daran erinnern, um uns dann wieder auf etwas in etwas zurück zu befördern, was man aus dem sogenannten Jerks-Dodson-Modell, was ich gleich noch zeigen werde grafisch, was man dann als den Bereich der sogenannten Zone kennt. Also das heißt, der Bereich des optimalen Erregungsniveaus, in dem ich optimal mental performen kann. Und manchmal kippen wir einfach dort dann, in dem Fall auf der rechten Seite, wenn wir das hier gleich grafisch sehen, kippt man so ein bisschen ab und dann müssen wir dann Moment oder Techniken anwenden, die uns wieder zurückschieben in diesen Bereich und damit wieder in diesen Bereich des optimalen, ja, Erregungsniveaus eben uns zurückbefördern. Und das Endziel ist tatsächlich dieses Stadium der sogenannten unbewussten Kompetenz. Das ist, ich nenne das immer, das ist das Autofahrstadium. Und zwar, man kann diesen Ablauf wunderbar sich nochmal vergegenwärtigen. Für den einen oder anderen wahrscheinlich gerade super abstrakt, wenn man sich sagt, das ist echt sicherlich einerseits coole Information, aber echt schwierig, das jetzt vor allem auch um die Uhrzeit sich noch reinzutun und das wirklich dann zu verarbeiten und aufs Trading anzuwenden. Diesen Ablauf, den kann man wunderbar im Autofahren erkennen. Also wie, man erinnere sich da an die erste Fahrstunde, als wir das erste Mal ins Auto gestiegen sind, uns hingesetzt haben und dann mussten wir alles genauestens ablaufen und mussten uns das alles vergegenwärtigen. Also wir mussten wirklich ganz bewusst, ganz konzentriert sein. Also Gurt anlegen, auf die Instruktion des Fahrlehrers warten, ersten Gang einlegen, also Kupplung treten, ersten Gang einlegen, dann in die Spiegel schauen, die Gesamtlage erstmal checken. Da musste man gucken, kommen da noch irgendwelche Fahrradfahrer oder irgendwelche Fußgänger irgendeiner Weise. Und die Sache ist nun jene, dass das heute einfach ein ganz natürlicher Ablauf ist. Ein Prozess, der ist ein Fleisch und Blut übergegangen. Man läuft einfach durch. Ja, man setzt sich ins Auto und dann fährt man eben los. Und jetzt hat man nebenbei vielleicht noch eine hochschwangere Frau auf dem Sitz, die kann man auch noch in den Kreissaal fahren, parallel dann eben, jetzt hoffentlich nicht mit dem Telefon am Ohr, aber mit Freisprechanlage zum Beispiel, mit der Familie telefonieren, sagen, es geht los, ja, dann noch ein bisschen beruhigende Musik eingeschalten, auf der Rückbank sitzen vielleicht schon die ersten zwei Kinder, die vollkommen genervt dann am Rumschreien sind und sich gegenseitig die Duplosteine um die Ohren schmeißen oder so, die kann man auch noch beruhigen. Und man hat überhaupt gar keine Probleme, aber dennoch komplett souverän diese Situation zu meistern und das Auto von A nach B zu fahren. Und das ist genau dieses Stadium der unbewussten Kompetenz, was man durch eben Erfahrung und durch das kontinuierliche Üben, 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 ja, wie erreiche ich dieses Stadium, so ist das zu verstehen, über die Jahre hinweg einfach eingeschliffen hat. Das ist genau das, worauf wir in unserem Trading abzielen, aus mentaler Sicht. Das heißt, für uns sollte das ein ganz natürlicher Prozess sein. Wir haben einen Plan, den folgen wir einfach, einen Ablaufplan. Und dieser wird einfach befolgt. Warum? Wir wissen, dass es funktioniert. Eventuell funktioniert der Trade heute nicht, eventuell auch morgen nicht, aber er funktioniert übermorgen oder auch dann vielleicht erst in 3 oder 4 Tagen. Unterm Strich steht am Jahresende, aber dank des positiven Erwartungswertes in unserem Trading, ein positives Ergebnis. Und das ist genau das, was man lernen muss und was man, wie gesagt, diesen Glaubensansatz, den oder Glaubensgrundsatz, den es eben entsprechend zu formulieren gilt. Und das Buch dazu, das sieht so aus. Trade, wie gesagt, in the zone.
Oh, da steht sogar jetzt auf Lager, ja, mal ganz schnell zugreifen. Wie gesagt, ist allerdings nur in Englisch verfügbar. Ich stelle auch dazu kurz den Link ein. Einen Blick, bitte. So, ich muss mal hier kurz schauen. Kann ich das hier einstellen? Ah, da kann ich die Nachricht eingeben. Jetzt muss ich hier nochmal eben so den Link ein bisschen kürzen. Na? So, also habe ich auch in die Chatbox gestellt. Klick und senden. Ja, Klassiker. Einfach so, wir fassen es mal zusammen. Klassiker, wir haben noch ein bisschen was durchzuarbeiten, deswegen, ich muss mich ein bisschen sputen, sehe ich gerade auf der Uhr. Das ist immer das Schlimme bei Webinaren zum Thema Trading Psychologie. Ich verrenne mich da immer sehr, sehr gerne oder beziehungsweise ich werde immer sehr, sehr detailliert. Ich komme von Höchstchen auf Stöckchen. Wir kommen zu einem ganz wichtigen Punkt, den man auch immer wieder, den man immer wieder im Trading unterschätzt. Sie müssen verstehen, dass Emotionen im Trading nicht per se etwas Schlechtes sind, sondern ganz natürlich. Und das Ziel ist es, jene Emotionen in den Griff zu bekommen, die zur Unprofitabilität entsprechend beitragen, entscheidend beitragen, während jene, die positive Performance hervorbringen, gefördert werden sollten. Was meine ich damit? Nun, wenn man sich mit Trading-begeisterten Tradern, professionellen Tradern und auch Theoretikern teilweise unterhält, dann kann man nicht selten hören, um Gottes Willen, lass ja keine Emotionen in deinem Trading zu. Wenn du das machst, dann bist du so gut wie geliefert. Diese Aussage kann so nicht stehen gelassen werden, denn sie ist falsch. Erstmal sind wir keine Roboter, wir sind immer noch Menschen. Das heißt, Emotionen sind für uns etwas ganz Natürliches. Und zweitens geht aus dem sogenannten Jerkes-Dodson-Modell, was ich gerade schon mal erwähnt habe, hervor, dass ein bestimmtes Erregungsniveau, also eine bestimmte Emotionalität, essentiell ist, um top performen zu können. Das ist so dieses auf Touren kommen, welches dort notwendig ist. Auch ein Fußballspieler zum Beispiel, der wird nicht eiskalt einfach ins Stadion laufen, selbst dann nicht, wenn da Cristiano Ronaldo ist und sagen so, jetzt geht's hier mal rund und jetzt schieße ich mal drei Tore. Ja, ist Champions League Halbfinale, jetzt knall ich mal eben die Bayern aus dem Stadion. Der muss sich ebenfalls erstmal auf Touren bringen und dieses bestimmte Erregungsniveau erreichen. Und so kann es auch sein, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen zum Beispiel, so kann es sein, dass eine bestimmte Existenzangst für einige Trader, für mich ist es überhaupt nichts, das kann ich auch sagen, aber für einige Trader, Menschen, die ich kennengelernt habe, ist so eine gewisse Existenzangst ein unglaublicher Kitzel und die sind in der Lage, danach richtig gut zu performen, sich super zu fokussieren und in diesem Bereich der Zone zu kapitulieren, weil sie sagen, ich muss jetzt gut performen. Aber dieses Muss ist nicht irgendwie, dass sie sich massiv unter Druck setzen, sondern genau der Kick, den sie brauchen, um dann optimal performen zu können. So, abschließend, ich habe den Punkt schon raufgeholt, Sie müssen verstehen, dass man sich selbst gut kennen kann. Das ist das Stichwort des Trading-psychologische Profil und eben auch der Handelsansatz. Ja? Man muss Techniken kennen, vielleicht auch, um diese Emotionen bändigen zu können, ja, und sich selbst in den persönlichen Zustand des optimalen Erregungsniveaus eben bewegen zu können. Und jetzt ist es eben so, Emotionen im Trading, es gilt, positive Emotionen zu fördern und negative zu bändigen und so sein optimales Erregungsniveau eben zu erreichen. Diese Grafik liegt diesem Gedanken zugrunde. Es ist das, wie gesagt, diese sogenannte Jerkes-Dodson-Kurve. Man kann eben hier sehen, das ist das Erregungsniveau. Man hat eben hier zum Beispiel keinen wirklichen Antrieb. Ja? Man ist nicht wirklich motiviert. Man kommt vielleicht gerade nicht so wirklich aus dem Bett raus. Und man braucht erst ein bisschen, um in den Tritt zu kommen und muss dann vielleicht morgens seinen Kaffee trinken und so weiter. Das ist, warum ich das sage, das hört sich jetzt so plump formuliert an. Das ist essentiell wichtig für jeden, für sich selbst herauszufinden, was brauche ich, um auf Touren zu kommen. Wie gesagt, ein Fußballer muss sich vorher auch warm machen, bevor er im Stadion Top-Leistung abgreifen kann. Genauso ist es auch für einen Trader. Und wie oft werden Sie sich selber schon ertappt haben? Sie setzen sich einfach vor den Rechner, fahren den hoch und dann wird losgetradet. Da sieht man jetzt einen geilen Spot, bumm, da muss ich long sellen, bumm, da gehe ich jetzt short und so, ohne wirklich diesen klaren Ablaufplan eben tatsächlich zu durchlaufen. Das ist mit einer der potenziellen Gründe, weswegen man in seinem Trading eventuell nicht profitabel ist, weil man einfach aus einem völlig kalten Stadium kommt und dass Verletzungen einem Fußballer, der auf Top-Niveau performen soll, dass der sich verletzt, wenn er nicht aufgewärmt ist, ist das Natürlichste von der Welt. Das Gleiche gilt aber eben auch, wenn ich zum Beispiel hier anfange zu overpacen, nenne ich das jetzt mal. Jetzt gehen wir mal davon aus, Cristiano Ronaldo, der macht sich 30 Minuten vor einem Spiel warm und der rennt da einfach mal wie ein Berserker den Platz rauf und runter, eine halbe Stunde lang.
Die Kondition hat er mit Sicherheit. Und der powert sich völlig aus. Dass der dann anschließend Schwierigkeiten haben wird, im Spiel top zu performen, das ist selbstredend. Das können wir sofort nachvollziehen. Das Gleiche gilt eben auch für unser Trading und unser Warm-up vielleicht, was wir allmorgendlich durchlaufen. Fakt sollte sein, wenn wir uns hier nicht genug kennen, kann es durchaus sein, dass wir solchen, ich sag mal, Daumenregeln, auch wieder so eine klassische kognitive Verzerrung, dass wir einfach sagen, naja, es heißt doch immer, pflegt einen gesunden Lebensstil. Ja? Gesunde Ernährung, gutes Frühstück heißt dann Müsli vielleicht, ne? Ein Kaffee dazu. Am besten machst du es noch so, du stehst morgens einfach nochmal eine halbe Stunde früher auf, gehst noch eine Runde joggen. Jetzt ist nur folgendes Problem, das wird der eine oder andere kennen. Wenn man das nicht kennt, also dann kann das wirklich lähmend wirken. Man stellt sich mal vor, man ist total außer Form, ja, was ja jetzt nicht irgendwie negativ behaftet sein soll. Einfach nur, man hat lange keinen Sport getrieben. Und jetzt soll man morgens eine halbe Stunde, bevor man sich vor den Rechner setzt, aufstehen und soll einfach eine Runde um den Block joggen, anschließend eine gute Dusche nehmen und sich dann hinsetzen und nicht ein gutes Frühstück mit Rührei und Speck, sondern mit so einem ganz gesunden Müsli und dann so zwei, drei Salatblätter dazu. Dann nimmt man noch irgendwie so einen coolen Spinat-Smoothie. Das könnte durchaus sein, dass jemand ausgehend hiervon einfach mal überhaupt gar nicht auf Touren kommt oder so frustriert ist, dass er mega emotional in das Trading einsteigt, weil er einfach schlecht gelaunt ist, weil er nicht seinen morgendlichen Kaffee, tiefschwarz, in dem ein Löffel steht, mit einer Zigarette gehabt hat. Also, worauf ich hinaus will, ist, Trading ist etwas, oder dieses Erregungsniveau zu erreichen, das ist etwas sehr, sehr Individuelles. Und das muss jeder für sich selber genau formulieren, wie er dieses Stadium optimal erreichen kann. Denn nur dann ist es erfahrungsgemäß so, dass man eben ausgehend von diesem optimalen Erregungsniveau ist in der Lage, in seinem Trading auch top zu performen. Und das ist genau das, was ich eben mit positiven und mit negativen Emotionen meine. Also positive Emotionen können jene sein, die mich eben genau in diesem Bereich des optimalen Erregungsniveaus befördern. Dann gibt es aber auch die negativen, die mich eben eventuell entweder überhaupt gar nicht antreiben und wo ich überhaupt nicht auf Touren komme oder aber wo ich hier auf der rechten Seite der Jock-Stockson-Kurve abrutsche und dann in den Bereich rutsche, wo ich vergesse, wo ich dann zum Beispiel, wenn die bewusste Kompetenz ausgeschaltet wird, wo es die Glaubensgrundsätze noch zu formulieren gilt oder wo es das Einschleifen noch zu formulieren gilt, wo ich das noch nicht verinnerlicht habe, was mir noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, zum Beispiel Stops zu setzen, aus welchen Gründen auch immer und dergleichen, dann ist es dementsprechend so, dass man auf das zurückgreift, was bereits im Bereich der unbewussten Kompetenz, Trading, kompetenztechnisch vorhanden ist. Und wenn da nicht viel vorhanden ist, dann kann ich auch nicht auf viel zurückgreifen. Und das Resultat, das kann man sich dann entsprechend an, ich glaube, zwei Fingern relativ gut eben tatsächlich abzählen, was dann am Ende unterm Strich dabei rauskommt. So, also. Jetzt haben wir ganz viel Input hier drum gehabt. Ich möchte jetzt Folgendes machen. Wir wollen ganz kurz hier den persönlichen Trading-Ablaufplan durchlaufen. Ein altbewährtes Konzept, was jeder schon mal in irgendeiner Form gehört hat. Das wird jetzt niemanden wirklich überraschen. Ich erfinde nicht das Rad neu, aber ich will einfach eine Idee geben, wie so etwas ausschauen kann. Was mir immer ganz wichtig ist, und da werde ich immer ein bisschen für beschmunzelt oder beziehungsweise belächelt, und dann heißt es immer so, den Spruch, den kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, die profitablen Trader, die ich getroffen habe, das sind nicht viele, das steht auch außer Frage, aber diejenigen, welchen profitablen Trader, die ich getroffen habe, und das ist auch etwas, ich zähle mich selber auch zu den profitablen Tradern, also ich verdiene mit meinem Handel Geld unterm Strich. Ich kann bei mir selber auch sagen, ich habe eine Routine, die mein Trading insgesamt extrem langweilig werden lässt. Also das heißt, ich habe eine Routine in meinem Handel, die es mir ermöglicht, jederzeit genau zu wissen, was ich hier und jetzt zu tun habe und dann entsprechend einfach zu funktionieren in diesem Plan. Denn ich weiß, dass dieser Plan, wenn ich ihn befolge, über die Gesamtheit aller erfolgten Planausführungen, also die Gesamtheit aller Trades, dazu führen wird, dass ich unterm Strich mit einem positiven Erwartungswert arbeite und über die Vielzahl von Transaktionen dann unterm Strich ein positives Ergebnis stehen wird. Und genau das ist eben das, was ich damit meine, wenn ich sage, gestalten Sie Ihr Trading so langweilig wie möglich. Das sollte Ihr Ziel tatsächlich sein. Obwohl viele Menschen ausbrechen aus ihrem vielleicht alten Job, um im Trading dann genau den Nervenkitzel zu finden, den sie in ihrer Arbeit nicht mehr wirklich hatten. Und da kommt nämlich tatsächlich so der erste Widerspruch zum Beispiel, wo Trading da überhaupt gar nicht zusammenpasst. Also, dieser Ablaufplan besteht aus fünf verschiedenen Punkten. Der erste ist die Vorbereitung. Ja, das Ziel ist es dann, dass Sie gut vorbereitet und fokussiert ins Trading starten. Also Warm-up. Das heißt, ich muss für mich selber herausfinden, was ist nötig, um mich
auf Betriebstemperatur allmorgendlich zu bringen. Und das kann für jeden Menschen ganz unterschiedlich sein. Das müssen Sie für sich rausfinden. Das ist ein wesentlicher Schritt zur Profitabilität im Trading, weil mit der Vorbereitung im Endeffekt eigentlich im Grunde genommen alles steht und fällt. Fragen Sie Jogi Löw und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich glaube, in der Vorbereitung ist einiges schiefgelaufen und das hat man dann in den Spielen gesehen. Ja. Ich habe auch hier jetzt schon geschrieben, dieses Trading-psychologische Profil. Man findet auf der Webseite für das Buch, wo wir die Simulation auch durchgelaufen hatten. Das kann man ja hier noch nachvollziehen. Also auf der Monte-Carlo-Simulation kann man das durchlaufen lassen, wo man dann die Stabilität auch bekommt. Also wenn ich jetzt hier 10.000 Euro zum Beispiel eingebe und wir geben einfach mal die Zahlen ein für den Handelsansatz. Wir simulieren mal hier 500 Trades. Wir haben 15 Simulationsdurchläufe. Payoff-Ratio hatten wir gesagt von 1,57 zu 1. Risiko pro Trade 1%. Starten wir die Simulation und dann tauchen hier verschiedene bunte Kurven auf. Das sind verschiedene Simulationen, also verschiedene Aneinanderreihungen, wenn man so möchte, von Handelsergebnissen. Und jetzt sieht man hier zum Beispiel die maximal folgenden Gewinner beziehungsweise auch die maximal folgenden Verlierer. Das ist das, was ich gerade eben meinte. Wenn Sie solch eine Strategie haben, die einen positiven Erwartungswert verspricht, ist es dennoch so, dass Sie über eine Vielzahl von Trades, sogar hier, das sieht man an der violettfarbenen Kurve, auch da, die olivgrüne sieht man es auch, dass Sie über eine Vielzahl von Trades tatsächlich unter Wasser sein könnten. Das ist nicht dramatisch, ja. Also wir reden jetzt hier dann an der Stelle zum Beispiel, gut, immer noch von einem maximalen Drawdown von 3.571 Euro, wobei dieser sich nicht auf diese hier bezieht, obwohl, doch, das könnte sogar hinkommen. Das könnte sogar sein. Das ist tatsächlich schon dramatisch. Jetzt könnte man sagen, ich bin maximal bereit, 25% zu verlieren. Heißt, man müsste zum Beispiel Positionsgröße reduzieren. Worauf es aber eigentlich ankommt, ist die maximale Anzahl folgender Verlierer hier, die man sich vor Augen führen muss. Das kann passieren. Und genau deswegen sind solche Simulationen zur Formulierung der Erwartung, die man selbst an sein Trading hat, so elementar wichtig. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollen, ist dieses Trading-psychologische Profil, wo man sich das hier runterladen kann. Ich zeige auch mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Ich habe das auf einer anderen Slide vorbereitet. Kurz einen Blick. Nicht Slide, sondern hier. Ja, so sieht das aus. Also, das kann man sich, wie gesagt, da runterladen und dann kann man sich hier Fragen beantworten. Und das Beantworten dieser Fragen, das sind dann zum Beispiel Dinge wie, hoppala, nee, das war der falsche, einen Moment, mal kurz hier schauen. Also zum Beispiel so Sachen, wie stark ergebnisorientiert ist man? Das ist eine Frage, die man in diesem Profil hier für sich beantwortet. Ja, da sind wir wieder beim erwartungswertorientierten Denken oder Selbstzweifel an Trading-Fähigkeiten. Wenn zum Beispiel jetzt mal 4, 5 Verlust-Trades aufgetreten sind, passiert das? Ja, das kann durchaus sein, dass das bedeutet, dass Sie hier noch viel Arbeit vor sich haben, um diese Glaubensgrundsätze, von denen wir gerade sprachen, nicht nur verinnerlichen, sondern erstmal für sich zu formulieren und dieses Erwartungswertdenken wirklich auch erstmal auf die Beine zu stellen und sich dann dahin zu bewegen, dass man das in den Bereich der unbewussten Kompetenz einschleift und dass man zum Beispiel versteht, sind wir wieder hier bei diesen Simulationen, jetzt habe ich sie natürlich weggemacht, dass man bei den Simulationen eben versteht, dass es durchaus sein kann, dass eine Verlustanzahl von 10 Verlusttrades in Folge auftritt. Aber es das heißt nicht, dass der Handelsansatz nicht mehr unprofitabel wird dadurch, sondern das heißt einfach nur, ich durchlaufe gerade eine einfach negative Abfolge von Ergebnissen. Auch Fragen zum Beispiel, die in diesem Profil dann beantwortet werden, sind zum Beispiel, führen Sie ein Training Journal? Es kann durchaus sein, dass wenn die Antwort Nein ist auf diese Frage, ich gehe auch jetzt mal zurück zu der Slide, dass wenn diese Frage Nein ist, dass es ein Indiz dafür ist, dass man zum Beispiel Angst davor hat, durch das klare Dokumentieren seiner Trading-Ergebnisse messbar zu werden, dass man sich vor Augen führt, dass tatsächlich das mit dem Handel bei einem doch nicht so profitabel ist und dass man dann doch an der einen oder anderen Ecke viel Arbeit oder viel abzuarbeiten hat. Einfach deswegen, ja, weil der Handelsansatz nicht profitabel ist. Aber man weiß es eben dann oder man ahnt es vielleicht, aber man will es nicht niederschreiben, weil das natürlich dann genau diesen Selbstschutz, den man dort unterliegt, weil es das natürlich zerstören würde. Man hätte plötzlich vor Augen klare Fakten, Zahlen, die zeigen, nein, ich bin beim Trading offensichtlich nicht profitabel. Also es gibt Gründe, warum man sich davor sträubt, zum Beispiel ein Trading Journal zu führen. Und das sind Fragen, wie gesagt, die beantworten Sie in Ihrem Trading-psychologischen Profil. Und daran arbeiten Sie auch mit. Das heißt also nicht, dass ich beantworte die Fragen einmal und dann gucke ich mal, dass ich es irgendwie verbessere, sondern das ist wirklich dieses klassische, der Weg ist das Ziel. Also ich arbeite kontinuierlich an diesem Profil und versuche durch dieses klare Niederschreiben dessen, wer ich bin, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu verbessern in meinem Trading aus dieser mentalen Perspektive. Dann der zweite Schritt, nachdem Sie entsprechend vorbereitet sind und wie gesagt, vielleicht
ein Teil dieser Vorbereitung, dieses Durchlaufen nochmal Ihres Profils ist, ist es dann so, dass Sie traden und zwar nur traden. Das heißt, Sie setzen Ihr Wissen um, Sie setzen Ihre Handelsstrategie und vor allem nur das. Das heißt, Sie werden versuchen, keinerlei Bewertung Ihres Tradings in irgendeiner Form vorzunehmen. Das hat auch damit zu tun, weil diese Bewertung während des Tradings dazu führt, dass Sie natürlich diesen mentalen Stolperfallen wieder unterliegen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass Sie dann in diesem Zusammenhang plötzlich diesen sogenannten kognitiven Verzerrungen unterliegen und dass Sie dann sagen, das kann doch nicht wahr sein und dann sind wir wieder im Bereich des sogenannten Revenge Trading, ich will Rache am Markt nehmen und so weiter. Deswegen, Sie sollten beim Trading nur und ausschließlich traden, nichts anderes. Dann kommt die Dokumentation des Trading-Ergebnisses, also das Resultat, das wird dann entsprechend niedergeschrieben, beispielsweise in einem Trading-Journal. Sie dokumentieren aber nicht nur das Resultat selbst, sondern zum Beispiel auch Ihre Gefühle, besondere Vorkommnisse. Was war beim Trade? Wie haben Sie sich in der einen oder anderen Situation gefühlt? Warum haben Sie getan, was Sie getan haben? Warum denken Sie, dass Sie getan haben, was Sie getan haben? Und dergleichen. Nachdem das dokumentiert wurde, es ist so, dass natürlich dann eine Bewertung stattfindet, aber auch hier rein quantitativer Natur eigentlich. Das heißt, Sie stellen sich Fragen wie zum Beispiel, war der Trade im Einklang mit meinem Handelsansatz? War die technische Ausführung korrekt zum Beispiel? Ist der Gewinnverlust so kalkulierbar gewesen oder durch Slippage, also durch dann zum Beispiel eine News, die veröffentlicht worden oder das Zusammenfallen verschiedener Bereiche, die Sie für einen Stop gewählt haben, Wochen-, Monatshoch, vielleicht auch ein Tageshoch, ist eine hohe Nachfrage in den Markt gekommen, deswegen ist der Markt nach oben durchgegangen. Gerutscht, Sie haben eine schlechtere Ausführung bekommen oder. Zum Beispiel, also ist dieser Gewinnverlust so kalkulierbar gewesen? Kann man auch dann tatsächlich natürlich Verbesserungen aus technischer Sicht, zum Beispiel markttechnisches Verständnis, einschleifen, verbessern und dergleichen, könnte man das in Zukunft versuchen anzugehen und zu verbessern. Wurde der Trade durch News beeinflusst? Habe ich gerade schon gesagt, wurden gesetzte Ziele erreicht? Diese Ziele müssen nicht nur heißen, ich habe Profit gemacht, sondern das kann zum Beispiel auch sein, ich möchte versuchen, meine Verlustaversion in den Griff zu bekommen und ich bin wirklich in der Lage, jetzt mal einen Gewinner laufen zu lassen. Das ist ein positives Ereignis, was natürlich zu dokumentieren gilt. Und ich stelle mir natürlich dann ausgehend davon die Frage, warum war ich heute dazu in der Lage? Warum war ich die letzten Male nicht in der Lage? Was habe ich heute anders gemacht? Dann kommen Sie vielleicht wieder zurück zu dem Moment, wo Sie sagen, Vorbereitung. Vielleicht habe ich eine besondere Vorbereitung gehabt. Vielleicht habe ich heute tatsächlich mal statt des Kaffees den Spinat-Smoothie getrunken. Man weiß es nicht. Ob das jetzt miteinander zusammenhängt oder nicht, gilt es natürlich herauszuarbeiten. Aber Sie sehen, dass Profitabilität im Trading wesentlich mehr ist, als einfach nur niederzuschreiben, ich habe jetzt hier einen Gewinntrade und ich habe da einen Verlusttrade gehabt. Und das war es eben tatsächlich. Und dann ist es so, Analyse zu betreiben. Also das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist tatsächlich dann schon die Analyse mit etwas zeitlichem Abstand, nämlich Beantwortung von Fragen zum Beispiel. Welche neuen Erkenntnisse nehme ich in die nächste Trading-Session mit? Und so versuche ich dann kontinuierlich diesen Ablauf einzuschleifen und ganz natürlich werden zu lassen. Also für mich ist das tatsächlich etwas, das ist bereits ins Blut übergegangen. Ich mache das jeden Tag ganz automatisiert und werde das auch jetzt zum Beispiel im Zusammenhang, jetzt können wir mal ganz kurz übrigens hier in die Station gucken, ja, sind wir rausgeflogen, also keine Trades mehr offen. Jetzt ist zum Beispiel hier der Euro-Yen-Trade ist jetzt raus, also es sind keine Positionen mehr offen. Ich kann jetzt aber hier zum Beispiel zeigen, so, das war der Euro-Yen-Trade da, ist zum Beispiel der Preis, genau zu dem Kurs ausgeführt worden, wo der Stop-Loss lag. Ja, hier sieht man aufgesplittet übrigens die drei DAX-Trades, ja, da sieht man hier den ersten Take-Profit, den ich hatte, da ein zweiter und da ein dritter. Ich habe mich also aus dem Trade raus skaliert. Insgesamt ist das Ergebnis für den heutigen Tag negativ. Also ich werde den Euro-Yen-Trade jetzt natürlich gleich noch dokumentieren. Für den DAX habe ich das schon eben durchlaufen. Da ist mir das bis hierhin sehr, sehr gut gelungen. Es gilt aber zum Beispiel nochmal 2 Stunden abzuwarten, zu gucken, wo ist der Schlusskurs? Wie habe ich in Relation zu diesem Schlusskurs dann abgeschlossen? Ist das Erwartungswert technisch besser oder schlechter zum Beispiel. Also das ist ein Prozess, wie gesagt, den man versucht, eben in dieses Unterbewusstsein einzuschleifen und etwas ganz Natürliches werden zu lassen. Genau das gleiche übrigens auch im Zusammenhang Trading-Ablaufplan zum Beispiel in der Praxis. Man kann das auch grafisch sehr, sehr schön hier aufbereiten. Nämlich, dass man dieses Setup, was wir letzte Woche vorgestellt hatten, dass man das zum Beispiel mit 20 Demo-Trades testet. Und dann dokumentiert man das Trading eben entsprechend. Dann macht man die Nachbetrachtung, Analyse. Berechnung, Trefferquote, Verlustquote, nach 20 Trades, was ist das Payoff-Ratio und dergleichen. Dann versucht man eben detailliert auch Bereiche für eine Underperformance herauszufiltern. Ich habe zum Beispiel heute den Gewinn mitgenommen und habe den Markt nicht laufen lassen, obwohl mein Ausstiegssystem eigentlich eine Regel vorgibt, die es möglich gemacht hätte und wodurch ich vielleicht einen größeren Profit generiert habe. Sobald man das getan hat, Frage, wie kann ich das verbessern? Also wie kann ich den identifizierten Fehler in Zukunft vermeiden? Wie kann ich den Fehler ausmerzen? Ich versuche diese Veränderung dann folglich zu implementieren. Das kann sein, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert, aber mit der Zeit sollte natürlich
das Ziel sein, aus Fehlern zu lernen, wie man so schön sagt, und dann diesen Fehler eben in Zukunft zu vermeiden. Und dann starte ich wieder von vorne. Und diesen Ablauf, den laufe ich so oft durch, bis ich genau dieses Stadium der sogenannten unbewussten Kompetenz erreicht habe. Das kann sehr, 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 sehr lange dauern. Überlegen Sie, wie lange Sie gebraucht haben, um wirklich diese Sicherheit auch beim Autofahren zu erlangen. Nichtsdestotrotz, es ist ein erstrebenswertes Ziel, das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Ja, und ich hoffe an der Stelle natürlich, dass ich jetzt in der Lage war, hier so ein bisschen eine Idee zu formulieren. Wir haben jetzt gleich 10 Minuten überzogen. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist. So, wir hören uns wieder tatsächlich in 2 Wochen von heute, nämlich dann zum nächsten DAX-Strategie-Webinar. Und ich kann auch jetzt schon sagen, die Woche drauf ist es dann der 24.07. Ich muss übrigens sagen, das ist nicht gut, dass ich das gerade mache. Es stimmt nämlich nicht. Am Freitag, Non-Farm Payrolls, Live-Trading um 14 Uhr über den gleichen Link. Also wer jetzt hier heute dabei war, der ist auf jeden Fall registriert und der kriegt auch dann eine Einladung zu diesem Event. Also sprich, etwas anders formuliert, wir hören uns schon Freitag wieder, aber dann nach Freitag erst wieder am 17.07. Das hätte ich berücksichtigen sollen, als ich es eingetragen habe. Gut, ja, Fehler wird ausgemerzt und beim nächsten Mal umgesetzt. So, das soll es meinerseits gewesen sein. Also ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe einen Mehrwert liefern können und falls Fragen sind oder ja, der Wunsch nach den Unterlagen besteht, die kann man sich jetzt bereits in der Chatbox hier runterladen, wie ich das hier sehen kann. Ich wünsche jetzt erstmal allen einen wunderschönen guten Abend und dann wäre es das meinerseits gewesen für heute. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören uns, wie gesagt, spätestens dann am Freitag zum Live-Training der Non-Farm Payrolls wieder und habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.